Hallo meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Ja, besonders mit dem Replay of the Week und dem WZ120-1FT. In dem Fall ist er als Top-Tier hier gematcht, 8er, 7er, 6er und ich kann euch sagen, das war in einem der ganz berüchtigten 5-fach-Tagessieg-Wochenenden. Also da, wo eigentlich normalerweise nie was klappen darf, da wo ich persönlich zum Beispiel auch an einem der beiden Tage, an dem Samstag war das, hatte ich eine Winrate von unfassbaren, jetzt haltet euch fest, 8,33% nachweisbar. Also da lief es richtig gut. Deswegen bin ich gespannt, ob, eigentlich müsste ich ja fast gucken, ob ich in seinem Gegnerteam war, aber in dem Fall war ich es nicht. Der Alexandre hat hier das ganze Replay hochgeladen. 8er, 7er, 6er Zug, also da ist alles dabei, beziehungsweise der 6er hat hier angeladen und er ist hier mit dem 1er Zug beigetreten, natürlich nicht erstellt, klar. Aber es wäre ja nett, 8er, 7er, 6er, kann man mal machen. Besonders schön an diesem Replay of the Week für mich wird sein, dass er, obwohl er ein TD spielt, erstmal nicht hier in die Mitte fährt. Ich gebe es ehrlich zu, ich fahre da auch ganz gern hin, aber er macht es nicht. Dass er mit seinem TD von dem Schaden, den er macht, nur einen einzigen über 300 Meter ansetzt, so wie ich das sehe. Und dass er eine Experience-Anzahl aufs Parkett legt, was für mich unerreichbar ist. Nämlich 2250 XP hat er sich am Ende der Runde geholt. Mit Premium hätte er allein mit dieser Runde den 5-fach-Tagessieg, hätte er alleine 17213 XP sich geangelt. Unfassbare Zahl einfach. Also, deswegen bin ich da sehr gespannt. Den ersten Hit, das war der über 300 Meter, war jetzt der gerade. Und jetzt geht's weiter. Alles, was jetzt kommt, ist da näher dran. Sein Team liegt aber schon 3:0 zurück. Ja, Game ist ja auch schon 1 Minute 40 alt. Das kann schon durchaus passieren. Der Leo hier, sehr nah, der guckt ihn nicht mal an, der interessiert sich gar nicht für ihn. Und er macht die Art hier auch noch auf, aber er bleibt jetzt weiter auf dem Leo drauf. Ja, und den kriegt er noch raus. Der Leo, der ist mal weg. Tschüss mit dir, Leo. Sein erster Kill, der zusammengewürfelte Platoon scheint zu funktionieren. 3 Kills hat sein Team bisher gemacht, alle 3 von dem Panther und ihm. Und das Gegnerteam hat schon geschafft, 7 Kills zu machen. Also, ja, bisher läuft es noch nicht so gut für sein Team. Jetzt hier so ein bisschen wieder rangeschossen. 4:7. Die Schüsse fliegen schon in seine Richtung. Da ist er erstmal ganz gut beraten, wenn er vielleicht jetzt nicht unbedingt ganz so weit und gut für alle sichtbar ist. So, da warten jetzt 2 TDs auf ihn. Jetzt nimmt er den aus seiner Sicht erstmal schlimmeren, nämlich den Udes. Der Udes weiß noch nicht so ganz genau, wie er sich da hinstellen soll. Ah, die Arti hat auch schon da hier ein Auge auf ihn geworfen. Jetzt geht er da mit HE drauf. Da kommt jetzt noch ein Skorpion daher und er ist ganz alleine. Kein Mate, was ihm hier irgendwo weit und breit helfen kann. Der Skorpion dachte sich, ich mach mal so ein Drive-By. Fahr mal rum und hau wieder ab. So, jetzt aber ist er beim Skorpion drauf.
Und in dem Fall ist es ja der Scorpion. Ist ja nicht der Deutsche. So, jetzt den AT-8. Ja, muss das Team und sich langsam wieder zurückballern. 6 zu 10 ist eine extrem schlechte Ausgangssituation für einen Sieg. Aber der AT-8, so sehr er auch kuscheln mag, aber kuscheln bringt ihm mal gar nichts. Sein Panther-Mate da unten ist schon fleißig. So, jetzt hat er da den IS-3 seitlich. Oh, nee. Der WZ ab und an ist er so ungenau. Das ist unfassbar. Ein geiler Panzer, so von der, vom Schaden her. Aber ab und an trollt einen so ein bisschen die Kanone. So wie da. Mann, ey. Das sind halt mal die wichtigen Shots, die man eigentlich haben will zu dem Zeitpunkt. Aber der IS-3, der denkt sich, ja, hier, nimm mich doch nochmal. Und jetzt klappt's. Leider konnte er den Panther noch davor rausnehmen. Jetzt ist er alleine mit einem Cromwell B. Und der Cromwell B, der ist ja noch ganz weit weg. Also gar kein Support hier. Der A43 war ein bisschen zu neugierig. Das hat ihm nicht gut bekommen. Sein 5. Kill. So, KV-85, zack. Ja. Bei dem Hitpoint-Pool, da macht natürlich so eine WZ-Schelle mal richtig, richtig Gehör, verschafft die einem. Macht die mal richtig Gehör, verschafft die einem. Ja. Wir lassen es mal und stehen unter Gehirnfurz. T25-Pilot piekt mal so ein bisschen hier hoch und schaut mal, was da so ist. Sein Cromwell ist ihm aktuell so gar keine Hilfe. Schade. Nicht einmal angekratzt. So, der KV-85, der will ihn jetzt vielleicht umfahren, aber das hat er noch mitbekommen und dementsprechend zack, sofort die Respektschelle ausgepackt und den Kill zum Krieger rausgeholt. So, jetzt die Arti. Die wollte es hier probieren, aber bevor die Arti da jetzt rumgekommen ist, hat er sich schon um die Arti gekümmert. Hat er gerochen wie ein Spürhund. So, und da ist jetzt... Jetzt kommt er nicht runter. Gun Depression ist bei dem Panzer leider echt mau. Ist aber halb so wild, denn jetzt hat er sich schön hinstellen können. Er steht selbst recht ordentlich da. Aber nicht gut genug. So, jetzt hat er ihn noch mehr gekettet. Jetzt ist er nur im One-Shot-Bereich und der T25-Pilot schießt da mit APCR. Da muss jetzt echt aufpassen. Er will hier einen Schuss hier rausbaiten. Jetzt probiert das mit dem Snap und der funktioniert. Damit 13 zu 13 plötzlich wieder. 8 Kills. 2 wären noch da. Also die Radley Walters hat er sicher. Die Pool wäre noch drin. Der Cromwell B hat da jetzt gerade riesigste Probleme mit dem IS. Man darf auch nicht vergessen, das Gegnerteam muss hier eigentlich nur über die Zeit kommen. Er selber müsste cappen, aber selbst das wird schon fast nicht mehr möglich. Also 3 Sekunden hätte er über, aber bei 2 Gegnern, ja, er geht jetzt dafür, dass er hier sagt, nee, das ist mir zu knapp. Da müsste nur einer ketten und damit wäre die Runde eh schon im Arsch. Jetzt will er die hier noch wegmachen. Wenn jetzt, ganz ehrlich, der VK ein Clever wäre... Den IS, okay, der IS weiß, wo er gesehen ist, bla bla bla. Der VK, der müsste jetzt nur wegbleiben. Weil wenn der jetzt, der VK jetzt plötzlich auf H8 fährt, dann wäre das Thema hier durch. Dann könnte er auch gar nicht mehr gewinnen. Dann würde er leider seine hier bisher sehr gute Runde einfach nicht krönen können. Aber wie immer in dem Spiel meistens, und auch hier ist es wieder so, ist der VK gierig und denkt sich, ja, den WZ mit 180 Hitpoints, den mache ich schon noch weg. Er hat noch 50 Sekunden. Natürlich hat er jetzt hier den Druck. Muss also jetzt da aktiver auf den VK drauf fahren. So, der VK prallt ab. Der erste sitzt und jetzt ist es auf einmal ein Ballgame, wie man so schön sagt. Denn jetzt braucht er nur noch ein Treffen und dann ist das Thema auch beendet. Und der VK hat ehrlicherweise verkackt. Gut für ihn.
Poolmedaille geholt, 7944 Schaden, 2250 Basiserfahrung. Was will man mehr? Bei einem Premium-Konto wären es 164.000 Credits raus, netto, einfach in die Tasche gewesen. Also, für mich war es fein, ich hoffe für euch auch. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.